Hallo und willkommen zu meinem nächsten FIFA 17 Video. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, ist hier mein Hauptteam aktuell und ich werde heute wieder ein bisschen Weekend League zocken. Habt ihr ja schon mal mit dem Team Weekend League gezockt? Da könnt ihr ja gerne nochmal vorbeischauen. Und in dem Video habe ich auch gesagt, ja, es ist Fünferkette, aber ich habe das nur so aus Chemiegründen so gebaut. Ich spiele das ja eigentlich so, wie man heutzutage modern spielt. Es soll dann eine Dreierkette darstellen, wo die Außenverteidiger dann offensiv und defensiv gebunden sind. Heißt, wenn ich im Angriff bin, sind die offensiv. Wenn ich verteidigen muss, ziehen die sich zurück. Das ist halt so. Und läuft gut mit diesem Team. Und ja, das Team kennt ihr schon, muss ich jetzt nicht nochmal groß vorstellen. Ihr habt nur Butland und Smalling ausgetauscht gegen deren Footy-Karten, weil das einfach schöner aussieht als irgendwelche normalen Karten. Und ja. Dann werde ich nachher noch mein zweites Team vorstellen, werde aber erstmal mit diesem Team ein Spiel machen. Und in diesem Video geht es darum, mein Hauptteam gegen mein zweites Team. Und ja, dann viel Spaß beim Video. Kane, Lacazette, super gespielt, Lacazette, mach mal einen Abschluss und mach das 1 zu 0. Genial, Lacazette, wir führen. Geil, und er macht noch sein Salto-Jubel, cool, 1 zu 0. Ah, nein, Ibrahimovic, Ausgleich, scheiße. Lacazette ist das, glaube ich, schon wieder. Komm, mach das 2 zu 1. Danke. Danke, Lacazette. Du bist genial. Du bist doch einfach genial. 2-1 für mich. Cool. Ibrahimovic. 2-2. Scheiße. Was war das denn? Wieso kriege ich das nicht verteidigt? 3-2. Ah. Nein, Ibra, 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 stopp den Ibra. Super abgelaufen von Smalling gegen Ibra. Raffaellini macht noch Gefahr. Butland hält. Coleman raus mit der Pille. Wieder super wegverteidigt. Leute, Lacazette am Ball. Kane. Ja, wo soll ich ihn spielen? Kane. Ja. Scheiße. Nein, er hat kein Tempo, er hat kein Tempo. Nimm Tempo auf Ter Stegen. Raus, komm raus. Ah, 4-2, scheiße. Das war klar. Schön, Lacazette. Nein, nur Ecke. Danke. 4-3 nur noch. Wer war das? Lacazette macht, glaube ich, einen Hattrick, aber ein bisschen Glück war auch dabei. Gucken wir nochmal die Wiederholung an. Ja, mit ein bisschen Glück kommt der Ball wieder zu. Lacazette müsste das gewesen sein. Nee, Smalling war es bei mir. Okay. Ach nö. 5-3 noch bekommen. So eine Scheiße. Kane, komm, du musst auch noch dein Tor machen. Ah. So, das war das Spiel. Leider. Unglücklich. Verloren. Okay, auch wenn der Gegner ein bisschen besser war. Aber wir haben noch Spiel 2. So, jetzt stelle ich nur noch das zweite Team vor, was ich mir gebaut habe. Und ja, fangen wir vorne an. Das ist ja SBC Lewandowski, ist ja klar. Mit S-Wein, Birthday-Karte, Stindl, Man of the Match. Kann man natürlich auch den Müller, den ich gezogen habe, einbauen. Dann Goretzka und Dahoud, die gefallen mir wirklich gut in dieser Rolle. Und ja, es ist wieder eine Fünferkette. Aber wie gesagt, die Außenverteidiger sind sehr offensiv im Angriff und ja, in der Defensive halt defensiv. Aber wie gesagt, im Grunde eigentlich eine Dreierkette. Ich kann auch gerne mein Team in Dreierkette bauen, aber das ist halt immer dann schwierig von der Chemie her und ich kann keinen Außenverteidiger benutzen. Deswegen baue ich halt Fünferkette und stelle dann taktisch halt im Spiel um. Und dann haben wir noch den Stark, damit alle auf volle Chemie kommen, in der Mitte. Und gehe dann mit Ter Stegen in die spanische Liga. Da habe ich nämlich Ramos und Piqué in der Innenverteidigung. Den Futti von Gaia. Und natürlich den besten Rechtsverteidiger
meiner Meinung nach Carvajal. Und ja, das ist dann das Team. Und dann viel Spaß beim Spiel. Super gehalten von Ter Stegen. Ist das Sturridge. Super wegverteidigt. Jetzt den Konter setzen. Über Stindl. Lewandowski, Stindl. Nochmal Lewandowski. Das sieht doch gut aus. Das ist doch vielversprechend, dieser Angriff. Stindl. Super. Hau mal einen raus, Stindl. Oh shit. Ter Stegen hat's gut gemacht. Auf Stindl. Der macht das 1 zu 0. Danke, Stindl. Genial. 1 zu 0 für mich. Super gehalten von Ter Stegen. Danke. Nein, 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 nein. Ter Stegen hat den, hat ihn, hat ihn. Jetzt macht er richtig Druck hier. Ausgleich. Abseits. Okay, Glück gehabt. Shaqiri, mach keinen Faxen. Shaqiri, Ter Stegen. Aber ist noch nicht geklärt. Doch, jetzt geklärt. Super. Jetzt den Konter setzen. Stindl, jetzt ist der Gegner total offen. Lewandowski. Er muss einfach mal abschießen. Aber der Keeper hält nur Ecke. Das darf doch nicht wahr sein. Da kriege ich auch noch den Ausgleich in letzter Minute. Weg damit. Schick den Lewandowski. Super. S-Wein, S-Wein, S-Wein. 2-1, bitte. Danke. S-Wein. Lewandowski. Lewandowski. Danke. 3-1. Jetzt wird's aber deutlich. Yes, Lewandowski. Wegverteidigt von Ramos. Jetzt hier schön den Konter setzen. Und S-Wein ist durch. Und S-Wein ist durch. Ja, ich kann nicht zu Lewandowski gelegen, ne? Na, ich mache aber selber Abschluss. Nur Ecke. Der Gegner muss schlauer. 3-2 nur noch, schade. Lewandowski. S-Wein. Setzt sich super durch. Abstauber, komm. Komm schon. Ah, Leute. Ja, jetzt. Jetzt. Nein. Super durchgesetzt. Aber jetzt macht S-Wein die Entscheidung. Yes. 4-2. Jetzt ist das Spiel gelaufen. Geil. Jo, das Spiel ist aus, Leute. Ich habe das zweite Spiel dramatisch gewonnen in der Verlängerung. Hoffe, euch hat dieses Video mal wieder gefallen. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.